Von der Männerdomäne Fußball kommen wir nun zu den Damen. Um die Damenwelt zum Laufen zu motivieren, veranstaltete Intersport Eibel bereits zum dritten Mal den Live Your Life Frauenlauf in Salzburg. Hier können sich Salzburgerinnen jeden Alters ganz ohne Stress und ohne männliche Interferenzen dem Laufgenuss hingeben. Love Your Life. Unter diesem Motto hat Intersport Eibel seinen Ladieslauf ins Leben gerufen. Damit will man bewusst assoziieren, dass Laufen durchaus Freude machen kann und das auch bei einem Wettbewerb. Bei dem 5,2 Kilometer langen Lauf kann Frau es also ganz gemütlich angehen und alle Freuden des Laufsports genießen. Und wir wollen halt einfach auch für die Frauen eine Veranstaltung machen, wo wir sagen, okay, da sollen sie sich ein bisschen wohlfühlen. Die Strecke ist deswegen so gewählt, nur mit 5,2, dass halt wirklich jeder mitlaufen kann, ob jetzt sehr ambitioniert und trainiert ist und aufs Tempo drücken will oder eben jemand, der sagt, okay, ich möchte einfach mal nicht 5,2 Kilometer laufen, wo ich mich auch noch ein bisschen unterhalten kann daneben. Und das ist eigentlich der Sinn, warum wir es auch machen. Der Love Your Life Frauenlauf findet bereits zum dritten Mal statt. Viele Teilnehmerinnen laufen auch bereits zum dritten Mal mit. Frauenläufe finden nämlich Gefallen. Laufen, Spaß haben und das besonders lustig finden im Rahmen von einem Frauenlauf, weil halt einfach nur Mädels laufen und das Ganze meist mit einem netten Rahmenprogramm ist. Also du findest jetzt so Ladiesläufe jetzt für dich persönlich schon besser, oder? Ja, was heißt besser? Es hat beides seinen Reiz, aber meist das Rahmenprogramm ist einfach bei einem Frauenlauf netter. Auch wenn der Frauenlauf ebenso auf das gemütliche Laufen abzielt, heißt das nicht, dass nicht viele fleißig trainierende Mitstreiterinnen anzutreffen sind. Wie oft trainiert sie es eigentlich? Verschieden, 3-4 Mal die Woche ungefähr. Ja, 4-5 Mal, je nachdem wie es sich ausgeht. 5-6 Mal die Woche. Trotz fleißigem Lauftrainings und professionell erscheinender Montur ist dennoch für manche der Frauenlauf ein Ausnahmezustand. Läuft das bei allen Bewerbern mit Ihnen? Nein, bei gar keinen. Eigentlich nur beim Frauenlauf. 5, 4, 3, 2, 1, und los geht's. 135 Teilnehmerinnen bestreiten die 5,2 Kilometer lange Strecke. Von der Sporthalle Alpenstraße über die Hellbrunner Allee nach Hellbrunn und wieder zurück. Auf halber Strecke führt die Landesmeisterin Sabine Hofer das Feld an. Trotz einer Erkältung holte sie beim Amref-Marathon vorigen Monat den 2. Platz. Jetzt scheint die Ultralauf-Spezialistin wieder topfit zu sein und beweist, dass sie nicht nur auf 100 Kilometer eine Klasse für sich ist. Mit einem neuen Streckenrekord von 19 Minuten und 22 Sekunden gewinnt Sabine Hofer den Intersport Eibel Frauenlauf. Ich bin voll zufrieden. Also nachdem ich jetzt so eine lange Trainingspause zwangsweise gehabt habe, mit der Zeit bin ich voll zufrieden. Vor allem, weil Kurzstrecken nicht meine Stärke sind. Intersport Eibel möchte mit dem Love Your Life Frauenlauf die Damenwelt zum Laufen motivieren. Hier geht es in erster Linie um die Freude und die Motivation am Sport. Also angefangen hat es damit, dass das ein ganz toller Ausgleichssport für mich war, dass ich da meinen Stress losgeworden bin, dass man auch beim Laufen so überlegen kann und Gedanken spinnen kann. Und dann irgendwann einmal habe ich angefangen mit Wettkämpfen und da kommt man natürlich dann am Geschmack, wenn man Erfolg hat. Und dann fängt man wirklich zum Trainieren an und jetzt machen die Wettkämpfe immer mehr Spaß. Also wir rennen eigentlich immer gemeinsam. Wir rennen immer im Wolfgangseelauf, rennen wir einmal. Und ja, wir schauen halt, dass wir nicht die Schlechtesten sind, sondern so im Mittelfeld halten und ja, am Schluss noch ein bisschen mehr Gas geben. Ich finde das eigentlich auch echt eine gute Idee, weil einfach mal die Mädels zum Laufen motiviert werden und nicht so unter dem Konkurrenzdruck stehen von den Männern, die dann da voll professionell auftricksen. Wobei, da sind auch einige Frauen, die das Ganze professionell machen. Nächstes Jahr darf man also wieder auf viele Teilnehmerinnen hoffen. Alle Zuseherinnen, die sich nun denken, sie würden auch gerne einmal bei einem Wettbewerb mitlaufen, um zu sehen, wie das eigentlich so ist, für die ist der Intersport Eibel Love Your Life Frauenlauf genau das Richtige.